Es ist soweit, die Auflösung von unserem Gewinnspiel. Es geht um zwei Paar Torwarthandschuhe von Gigi Buffon. Ihr konntet 3 Wochen lang bei unserem Gewinnspiel teilnehmen. Dabei ging es um die Gewinnspielfrage, wie oft hatte Gianluigi Buffon bereits im Champions League Finale gestanden? Die Antwort war natürlich 3-mal. 2003 stand Buffon zum ersten Mal im Champions League Finale gegen AC Mailand, das er damals verlor. Dann konnte er 12 Jahre später, 2015, nochmal im Champions League Finale gegen Barcelona stehen. Das verlor er allerdings auch. Und zum dritten Mal stand er natürlich 2017, also in diesem Jahr, im Finale und verlor das Spiel relativ deutlich gegen Real Madrid. Also 3-mal war die richtige Antwort. Die meisten von euch haben das natürlich auch gewusst. Und jetzt schauen wir, wer letztlich die beiden Handschuhe gewonnen hat. Die Spannung steigt und gewonnen hat Markus Hert aus Steinfurt. Markus, du bekommst eines der limitierten Torwarthandschuhe des Modells von Gigi Buffon, das er in Champions League Finale gegen Real Madrid vor wenigen Wochen getragen hat. Viel Spaß damit! Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Modell. Es handelt sich um einen Nachbau des WM-Modells von 2006, mit dem Gigi Buffon Weltmeister wurde. Das Handschuhmodell von Puma, das ihr hier seht, wurde von Gigi Buffon vor wenigen Wochen original unterschrieben, als wir ihn in Turin besucht haben. Und jetzt die Spannung steigt. Wer hat gewonnen? Gewonnen hat Frank Leukert aus Reutlingen. Frank, herzlichen Glückwunsch für dieses absolut limitierte und sehr exklusive Torwart-Handschuhmodell mit einer originalen Unterschrift von Gigi Buffon. Glückwunsch! Aus Turin haben wir noch einen Gruß von Buffon an alle Torhüter mitgebracht. Un grandissimo saluto da Gigi Buffon a tutti i portieri del mondo, soprattutto ai tedeschi, ma anche agli italiani. Ciao, ciao. Grazie. Prego. Grazie. Ciao. Yeah.